Und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sollen uns mit Sebastian und Anne treffen. Und das sollen wir machen. Gerade ein bisschen außerhalb. Aber ich wollte, dass Anne einfach weggehen konnte, ohne dass der Onkel was mitkriegt. Aber mal sehen, was es jetzt zu bereden gibt. Oh, ihr seid ja schon da. Sebastian. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Ja, das... Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auror mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald. Wer oder was soll denn dann das Opfer sein? Naja, sehr kurzes Gespräch. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir halt mit der Hauptsache weiter. Sagt Rudolf, sprich mit Nettie vor dem Wahrsager. Nee. Poppy. Machen wir da mal kurz weiter. Schauen, ob wir den Vogel da retten können. Und dann mit der Hauptmission weiter. Gott sei Dank, Punkt da ganz in der Nähe. Bitte einmal schnell laden. Dankeschön. Frag mich echt, wie lang es halt noch geht. So, da vorne ist sie. Guten Tag. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Bitte vermutlich steckt gefallen. Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Apropos Geheimnisse. Ich verrate dir, warum Victor Rookwood hinter mir her ist. Er arbeitet mit Ranrock zusammen. Und Ranrock will etwas, das ich bei Gringotts fand. Fick hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin brachte. Es ist eine lange Geschichte, aber Fick bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das erklärt allerdings einiges von dem, was wir in der Hornschwanzhalle gesehen haben. Natürlich hüte ich dein Geheimnis, als wäre es meins. Selbst die Zentauren werden nichts wissen. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht.
Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Warum war das jetzt? Oh. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Und wir werden dabei nicht umgebracht. Wow, da sind wir echt nur mit dem blauen Auge weg. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Es war eigentlich kryptisch, das Mondstein nicht gewöhnlich. Ich glaube im ersten Mal. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ja, lass doch halt direkt hingehen. Ich melde mich, wenn ich was finde. Oh, jedes Mal dieses Melden. Gut, ja. Ja, gut. Ist halt so. Also, was ist eigentlich das neue Symbol da auf der Karte? Da ganz in der Nähe ist. Das da. Ach so, Astronomie, Alter. Nee, das mache ich nicht. So, ja, dann machen wir halt mit der Hauptmission weiter. Das ist hier ganz da unten. Und ich muss ja da wegen einem Flug schon mal runter. Wir werden da zu der Brücke hingehen. Und dann zur Mission. Eine Mission klingt ein bisschen falsch in dem Spiel. Zu der Aufgabe. Stimmt. Tab nutze ich viel zu wenig. 3. Und tschüss. Ich glaube, wenn du hier 100% erreichen willst in dem Spiel, bist du sehr viele Stunden dran. Wo seid ihr? Ja, da vorne unten vielleicht. Ja, ich glaube, das ist es.
Soderle. Dann bitte einmal warten. Warum ist es nicht verfügbar? Dankeschön. Moin Sebastian. Wirklich äußerst unangenehm hier. Findest du? Bin schön hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut. Ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Okay. Na los, schnell. Was ist der Plan? Wie man uns bemerkt. Ist doch kein Mensch da. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, okay, seit Renrock die Küste erobert hat. Ah, da müssen wir rauf. Alles klar. Was dreht sich da? Oh, ist es einer dieser gigantischen Bohrer da? Hallo? Ich dachte, ich sag mal hallo. Arresto, Moment. Contringo. Nice. Cool. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. So, alles mitnehmen. Haben wir hier noch was? Bis auf Disto. Weil sie da nicht reinkommen, bohren sie da. Aber ich weiß nicht, so riesig ist der Bohrer gar nicht. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ich weiß, es ist dumm, aber trotzdem. Oh, so schöne Körpermassage. Okay, weiter geht's. 200 Meter, lass uns fliegen! Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Ohm. Nicht unbedingt. Arresto, Moment. Schade. Na gut. Hätte anfangen können. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Ich kann hier einfach rein. Ist das eine schlaue Idee? Oh, das ist wieder was mit einem Rätsel. Soll ich das jetzt machen? Moment mal. Ach nee. Machen wir mit der Hauptmission weiter. Ich würde so gerne manchmal das Interface ausblenden, um hier ein paar Fotos zu machen. Ihr kommt mit. Okay, es war jetzt schräg. Sagen wir aus wie Schnee. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Tötet alle Eindringlinge! Warte, wir brauchen einen Plan. Ich habe genug von Plänen. Ich bin Trinko.
Festung und nicht. Komm, Ringo! Nice! Alla. So. Ganz einfach. Moment. Ach, da oben. Okay, das war jetzt alle. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Hä? Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Hat er wieder den Unverzeihlichen gemacht. Aber gut, ich bin nicht besser. Ich mach's ja auch die ganze Zeit. So, bevor wir geradeaus weitergehen, gehen wir hier rechts weiter. Schon wieder so eine Höhle. Dann gehen wir doch geradeaus weiter. Ah, da kann ich was anmachen. Komm, Ringo! Ich brauche einen anderen Feuerzauber. 4. Incendio! Repar! Nein, nicht Reparo! Alter. Incendio! So, was habe ich damit bewirkt? Na egal, wir gehen weiter. Revier. Jetzt haben wir doch Goodies. Hm, 100 Meter. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobalt, Silber gehört uns. Ach, da oben. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Guten Morgen. Da, hallo. Repar. Reagiert, du ein Feigling! Komm, Fringo! Nice! Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe. Gut gemacht. So, Sebastian, komm. Weiter geht's. Wir werden den ganzen Tag bleiben. So. Geheimweg. Contringo! Incendio! Nice! Oh, das ist nicht so gut. Sehr geehrte Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierung in Azkaban ist. Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zauberministerium. Basilisken? Kann man doch hoffentlich nicht sehen. Aber ich traue dem Spiel alles zu. Incendio. So, Gott da oben, das sind schon wieder die ganz nächsten Gegner. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renner, das kapiert. Nein. Alter. Protego. Nice. Sehr gut. Nice.
Komm, bring dich! Halt! Kämpfst du mal für mich, komm! Nice! Ja, das muss es sein! Sebastian, warte! Warten! Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu! Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Ranrok. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Ranrok als wir. Er meinte, dass Ranrok offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Ranrok weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Aber vorpreschen finde ich jetzt gar nicht mal so doof. Moin. Was macht ein einzelner Straßenköter hier? Das ist wieder so eine Höhle. Ja gut, machen wir erstmal weiter mit der Hauptmission. Aber ich werde mir da die Schnellreise erstmal holen. Viel später. Zum Tunnel. Gib her. Gib. Dankeschön. Ansonsten irgendwas hier? Ah ja, der Sack. Hier setzt die Dinger. Dann, los geht's mit der Party. So weit, so gut. Charmant. Und die ersten Toten. Spinnen. Wie Prevelio. Confringo. Imperium. Ja, ist irgendwie cool, dass du jetzt auf meiner Seite bist, aber jetzt würde ich dich gern töten. Komm. Du, lass nach. Geht doch. Udis? Ja, nur die Standardsachen. Guten Tag. Oh, komm jetzt! Alter, wir werden mal alle explodieren hier. Okay. Wir hatten aufgeräumt. Dankeschön. Und einmal hier bitte aufmachen. Ah, hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Schatztruhe? Nee. Sehe ich da was? Nee. Doch. Hier vielleicht. So, bitte einmal Feuer machen. Da bist du. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens drei Schutzer, denke ich.
Södre Hauptweg hier runter. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir werden sicher schmackhaft mit mir. Kobold essen. Komm her. Es war einmal eine Spinne. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Moment, hinter uns. Nein! Ah, fuck. Perfekt, danke schön. Eigentlich müsste ich den Fluch auf jemanden machen, der irgendwie eine Fernkampfwaffe hat. Hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Was du nicht sagst. Komm, ah, lass mich durch. Oh no. Incendio. Burn. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Ziel. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Das wird ein großer Kampf. Mach dich bereit. So geil. Und Finisher! Aua! Wo denn? Ach da! Shit, da kommen immer mehr. Komm! Scheiße! Finisher, geht schon. Warum müssen sie immer Spinnen sein? Schlangen oder so wäre auch okay. Komm runter da. Nice. Nein, Spiel. Was ist los? Warum leckst du jetzt? Was ist jetzt los? Warum habe ich jetzt einen Gigalag? Holy shit. Okay. Keine Ahnung, was jetzt gerade los ist. Vielleicht mal kurz ins Hauptmenü. Hallo? Okay, wieder normal. Okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Nice. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Nö, war es auch sicherlich nicht. Oh, was ist das? Geld! Her damit! All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Solche Ruhen haben wir doch schon mal gesehen. Wo welche? Wo so rum? Ach so, die da. Erstmal alles mitnehmen, was irgendwie wertvoll ist. Die Spinne. Auch bitte nichts Gutes. So, also einmal da lang.
Ja, toll. Du bist da natürlich eingenäht hier. Endlich können wir hier raus. Was war denn das hier mal? Kann ich dich mitnehmen? Nö. Das wird wieder der nächste größere Kampf. Ach nö. Komm, Finisher! Yes! Alter, was ist mit der Spiele los? Komm, Spiele, hilf mal mit! Scheiß Spinne. Der Troll würde auch schon reichen. Alter. Komm, Finisher. Yes. Komm. Ah, scheiße. Scheiße! Ah, gehittet. Komm, hilf mal mit. Ah, fuck. Lass mithelfen. So. Cool. Mal das. Gute Gott sei Dank. Arbeit. Danke. Das bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Rebellion. Hast du wenigstens ein paar Goodies da für mich? Nee, aber das darf man hier wieder reparieren. Geheimnisse. Rebellion. Naja, immerhin ein bisschen Gold. Lass mich raten, Entfällt. Anzünden. Nice. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Repar. Überall Trümmer. Und das okay, da kommen wir vermutlich wieder retour. Mehr als das. Goodies? Keine Goodies. Vorne hat's Goodies. Und Taribu. Es war eine solche Freude, meinen Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion in der Hütte überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Sie verändert sich an der Stelle, ne? Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Ach, dafür brauche ich das. Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Wir brauchen den da. Wingardium Leviosa. Einmal dahin, bitte.
Sonst noch irgendwas hier drin? Nö. Weiter geht's. Ah, da sind wieder Runen. I see. Was haben wir hier schon? Nur Tränke und Geld. Geld nehme ich mit. Du. Ich hatte schon wascher Atem, aber dieser Anblick war es wert. Naja, so wahnsinnig speziell ist der jetzt auch nicht. Oh, waren hier nicht Runen? Doch, da ist eine Rune. Das ist die zweite. Ah, ich glaube, wir kommen da sowieso nach oben. Geld! Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Warum lassen die Leute immer Geld rumliegen? Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss ein Zentrum sein. Nee, Moment. Hat sich jetzt was getan? Nö. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das trifft dich schon, führt uns her. Ah. Mitnehmen. So, eins, zwei. Wo ist die drei? Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Aber ich sehe nicht die Nummer drei nicht. Reveal. Ja, eins. Zwei, ach, da hinten. Gefunden. Lass mich raten, das ist wieder so ein Zeitding. Wo ist die andere? Ach da. Yes. Ein weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier und mit vor allem Magie Feuerbrett noch. Wieder Tagebuch. 7 von 7. Wie konnte ich mir nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich dem verbergen, was ich tue. Ich habe dann erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtige Hexe als je zuvor. Und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, dem sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu vollbringen, was ich nicht kann. Die ganze Welt heilen. Schöner Ansatz eigentlich. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Revelio. Da geht's wieder raus. Und da geht's hoch. Die nächste Seite, bevor ich mir die hole. Das bringe ich alles einsammeln. Sonst noch was hier? Nö. So. Das letzte Stück für das Triptychon. Ah, nein, Mann. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Ja, da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt, was wir da jetzt gleich sehen werden. Und natürlich wieder direkt in die Krypta von Hogwarts. Spannend. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Ja, Abenteuerreise. Was ist es? Spann mich nicht auf die Folter. Na los, ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Oh, wow. Oh. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn?
finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören?
Also irgendwas ist hier super fische. Das mit dem Porträt, das jetzt nicht auftaucht, ist. Und warum jetzt da die... Ich fand das jetzt nicht so speziell, dass das jetzt da mit dem Kobold nur gewesen ist. Also irgendwas ist hier mega faul. Und das mit dem Schmerz entfernen. Ich meine... Ich habe einen von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Ja, lass mich raten, das ist der Bohrer, bei dem Lock wir vorbeigelaufen sind. Ich weiß gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Mm. Ich sollte ihn finden. Ja, jedenfalls bezüglich mit dem Schmerz entfernen. Also, hast du dann komplett kein Schmerzempfinden mehr? Das würde dich doch komplett verändern. Dann wärst du auch nicht mehr die gleiche Person. Ist schwierig, das Thema. Na gut, liebe Leute, wir sind erstmal an der Zeit. Wir schauen jetzt gerade nochmal, was wir für Aufgaben haben. Aufträge. Irgendwo zur Mine, besorgt die Mutter. Könnten wir nicht. Ja, wir machen in der nächsten Mission gerade direkt damit weiter. Und helfen der Mylotkook, diesen Gigabohrer kaputt zu machen. Der eigentlich gar nicht so giga ist. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und vielleicht einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.